Wenn wir die gegenwärtigen Verhältnisse von ökonomischer und ökologischer Ausbeutung beschreiben und kritisieren, wenn wir danach fragen, wie es anders gehen könnte, welche Strategien zur Befreiung aus Not und Unmündigkeit entwickelt werden können, wenn wir über solidarische Lebensweisen, über die veränderten Bedingungen angesichts der Globalisierung der ökonomischen und politischen Verhältnisse nachdenken, dann tun wir das thematisiert oder unthematisiert, implizit oder explizit, immer auch in Modellen, in Vorstellungen, in Bildern, in Konzepten davon, wie unsere eigene Gegenwart verknüpft ist mit Zukunft und Vergangenheit, mit unseren Zukunftserwartungen und unseren stets und immer wieder neu interpretierten Vergangenheiten. Für die Beschreibung dieses zeitlichen Zusammenhangs kennen wir verschiedene ganz gegensätzliche Bilder und Konzepte. Beispielsweise kennen wir die Tabula Rasa, den Nullpunkt. Wir kennen den revolutionären Bruch, den Umsturz, die Revolutionen als Lokomotiven der Geschichte, die Revolution als Notbremse. Wir kennen die Reform, wir kennen die messianische Erlösung, wir kennen Metamorphosen und wir kennen seit der Zeit der europäischen Aufklärung im 18. Jahrhundert den Begriff des Fortschritts. Ein Kollektivsingular, der Fortschritt, der eine große Bandbreite von Phänomenen umschließt und der für die westliche Moderne und weit darüber hinaus zentral und vor allem handlungswirksam geworden ist. Nun, diese Idee des Fortschritts wollten wir zum Auftakt des utopischen Raums ins Bewusstsein holen und zur Diskussion stellen. Die Rede von Fortschritten ist alltäglich präsent. Für Menschen meiner Generation, und das sind einige hier vor Ort, für Menschen meiner Generation war sie eine Idee, mit der wir groß geworden sind, die unser Selbstverständnis im positiven wie im kritischen Sinn grundiert hat. Wie alle großen Begriffe war das Konzept des Fortschritts stets auch umkämpft. Im Alltag kennen wir das Zögern, die Skepsis, ob eine bestimmte Entwicklung tatsächlich einen Fortschritt darstellt, wenn ja, inwiefern, wenn nein, inwiefern nicht. Geschichtlich betrachtet war die Idee des Fortschritts von Anfang an immer auch umstritten. Für die Seite des Fortschritts können wir Namen einsetzen wie Immanuel Kant, Condorcet, Hegel, Marx. Für die Seite der Gegner oder für die Seite der Fortschrittskritiker sind es vielleicht Namen wie Rousseau, Schopenhauer, Nietzsche, aber auch Walter Benjamin, obwohl sich Walter Benjamin selber als einen Marxisten bezeichnet hat. Doch seit einigen Jahrzehnten und vielleicht markiert durch das Jahr 1989, seit einigen Jahrzehnten scheint die Idee des Fortschritts nicht mehr umstritten und umkämpft, sondern schlicht an ihr Ende gekommen zu sein. Während die einen der Meinung sind, mit der Herausbildung der liberalen Demokratie, mit Demokratie und Menschenrechten, habe sich das Versprechen des menschheitlichen Fortschritts zumindest im Grunde erfüllt, blicken andere auf drohende ökologische Katastrophen, auf das Fortbestehen von Krieg und Gewalt, Armut und Ungleichheit, Ausbeutung und Unterdrückung. Doch nicht nur realhistorische Erfahrungen haben die Fortschrittsidee diskreditiert, sondern so etwa postkoloniale, rassismuskritische und feministische Einwände, auch die dem Fortschrittsbegriff eingeschriebene raumzeitliche Hierarchie zwischen denen, die als fortschrittlich gelten, und denen, die als überholt
oder rückständig und also modernisierungsbedürftig dastehen. Wenn es überhaupt noch so etwas wie Fortschritt geben könnte, so meinte Klaus Offe vor einiger Zeit, dann liege er in der Vermeidung von Rückschritten und Katastrophen. Und zwar von moralischen und physischen Katastrophen, die unsere Gesellschaften selbst verursacht haben und fortwährend verursachen. Zur Vermeidung dieser Katastrophen, so Offe, würden wir nicht ein Mehr an Fortschritt benötigen, sondern eine gesteigerte Fähigkeit, mit den Folgen der Fortschritte und der angeblichen Fortschritte fertig zu werden, die wir bereits gemacht haben. Nun, genau in diese Diskurssituation hinein hat Peter Wagner seinen großen Essay Fortschritt zur Erneuerung einer Idee geschrieben. Dieser Essay ist mehr oder weniger zeitgleich auf Englisch, Französisch und Deutsch erschienen, auf Deutsch 2018 in der Schriftenreihe des Instituts für Sozialforschung. Das Buch ist kein Plädoyer für eine Rückkehr zum emphatischen Fortschrittsbegriff des 18. Jahrhunderts oder des 18. und 19. Jahrhunderts, sondern es ist der Versuch, mit der Hilfe einer kritischen Rückbesinnung auf die Idee des Fortschritts, dem Zukunftspessimismus und gesellschaftlicher Orientierungslosigkeit entgegenzutreten, die Gegenwart als einen Gestaltungsraum zurückzugewinnen, und zwar heute, so die Ausgangsdiagnose des Buches, in einer Zeit, in der die Alternativlosigkeit zu triumphieren droht. Bevor ich ihm das Wort nun übergebe, möchte ich Ihnen Peter Wagner kurz vorstellen. Peter Wagner ist Sozialwissenschaftler mit den Schwerpunkten politische Soziologie, historische Soziologie und politische Theoriengeschichte. Das Feld, in dem er international führend forscht, sind Konzepte der Moderne. Dabei beschreibt Peter Wagner die Geschichte der Moderne nie nur aus der Perspektive des transatlantischen Nordens, in dessen Theorienwelt er wissenschaftlich sozialisiert worden ist. Vielmehr analysiert er die Modernisierungsprozesse in global vergleichenden Studien unter Einbeziehung einer großen Breite von historischem und empirischem Wissen aus vielen Teilen der Welt, in denen er zum Teil auch gelebt, gelehrt und geforscht hat. Nach vielen akademischen Stationen in Europa und anderen Weltgegenden ist Peter Wagner seit 2010 Forschungsprofessor am Institut für Sozialwissenschaften an der Universität von Barcelona. Mit dem Institut für Sozialforschung ist er verbunden als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats. Gegenwärtig leitet Peter Wagner ein europäisches Forschungsprojekt, das zum Teil auch am Institut angesiedelt ist und das die Bedeutung von Schuld und Schulden, durchaus auch ökonomischen Schulden, im europäischen und postkolonialen Nord-Süd-Verhältnis untersucht. Aus diesem Forschungsprojekt wird im nächsten Heft von Westend, das ist die Zeitschrift des Instituts, aus diesem Forschungsprojekt wird im nächsten Heft ein Schwerpunkt erscheinen mit einem Beitrag auch von Peter Wagner, und zwar zum Thema historisches Unrecht im Zeitalter von Menschenrechten und Demokratie. Ich will nun keine weiteren Veröffentlichungen mehr aufzählen, aber doch noch das Buch nennen, das mittlerweile zum Kanon der Modernisierungstheorie gehört. Es ist Peter Wagners Soziologie der Moderne. Sie ist in Deutsch beim Campus Verlag erschienen, 1995. Ein paar Aufsätze und auch das Fortschrittsbuch, was ich Ihnen gezeigt habe, können Sie einsehen auf dem kleinen Büchertisch in der Passage zwischen den zwei Räumen. Da können Sie in die Texte reinschauen oder sie auch kaufen. Peter, damit übergebe ich.
Ja, vielen Dank, Sidonia, für die freundliche und überaus großzügige, generöse Einleitung. Es bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen nach deiner Einleitung. Und vielen Dank auch an Thomas Gebauer und an Medico International für die Gelegenheit, hier zu Ihnen zu sprechen. Das ist für mich zugleich ein Vergnügen und eine Ehre. Lassen Sie mich vielleicht anfangen mit der Beobachtung, die Sidonia Blättler gerade gemacht hat, mit Bezug auf die Reflexionen von Klaus Offe über die Schwierigkeiten mit dem Fortschritt heute. Sehen wir uns nämlich europäische Gesellschaften an, über die letzten 10, 20 Jahre zumindest, vielleicht sogar ein bisschen länger, sehen wir solche Tendenzen wie die Zunahme an sozialer Ungleichheit. Wir sehen politische Tendenzen hin zu xenophoben und autoritären politischen Ansätzen. Wir sehen natürlich heute vor allem im Gespräch und spüren bereits Folgen des Klimawandels, eine neue Dimension der Umweltfrage. Und wenn man solche Tendenzen, und man könnte mehr aufführen, zusammennimmt, dann könnte man sehr leicht zu dem Schluss kommen, dass es richtig ist zu sagen, an Fortschritt sollen, können wir nicht mehr denken. Wir müssen sehen, dass wir diese Rückschritte, die wir erleben, die wir in der jüngeren Vergangenheit, in der Gegenwart erleben, dass wir diese eindämmen und wieder zurücknehmen, dass wir daran arbeiten sollten. Nun, da ist sicher was dran. Ich möchte dennoch Ihnen vorschlagen für meine Gedanken heute, dass wir nicht so schnell den Fortschrittsgedanken aufgeben sollten, dass wir weiter über ihn nachdenken sollten und daran arbeiten sollten, um zu sehen, welche Fortschrittsmöglichkeiten heute bestehen. Der erste Schritt dafür ist eben genau der, den Sidonia Blättler auch schon angesprochen hat, nämlich über den Kollektiv-Singular-Fortschritt hinauszugehen. Da machen sich nämlich viele und schon seit Kant über die letzten 200 Jahre zu leicht, indem man auf der einen Seite annimmt, dass es so eine generelle Tendenz gibt, dass Dinge besser werden. Und wenn es mal nicht besser wird oder im Moment schlechter wird, dann ist es nur eine kleine Verzögerung. Aber generell bewegt sich die Menschheitsgeschichte voran, auf dem guten Weg voran. Oder auf der anderen Seite, dass man sagt, dass man eher so eine apokalyptische Vorstellung hat, dass die große Tendenz der Menschheitsgeschichte eine katastrophale ist. Eine Tendenz, die insbesondere auch bei Kritikern vorhanden ist, wenn man nämlich dann nicht annimmt, dass sagen wir, seit 1989 wir uns auf dem Weg zu größerer Freiheit und Demokratie bewegen, sondern dass wir so etwas wie kapitalistische Globalisierung haben, was unsere Umstände generell verschlechtert. Dass es so eindeutige Tendenzen gäbe in der einen oder anderen Hinsicht, hängt damit zusammen, dass wir viel zu lange mit diesem Kollektiv-Singular-Fortschritt gearbeitet haben. Und deswegen möchte ich heute damit beginnen, diesen Singular aufzuspalten in verschiedene Aspekte des Fortschritts, Dimensionen des Fortschritts. Ich mache das ein bisschen schematisch, auch um klar zu sein. Zu all dem, was ich jetzt sage, lässt sich immer noch viel mehr sagen. Aber das können wir vielleicht zum Teil in der Diskussion machen oder zum Teil eben dann weiter darüber nachdenken. Nehmen wir als erstes, auch historisch erstens, ist der Gedanke des Fortschritts des Wissens, größerer Erkenntnisfortschritt. Das ist vielleicht auch der Fortschritt, den wir uns am leichtesten noch vorstellen können, weil immer dann, wenn wir, die Menschen generell, aber auch individuell, eine neue Erkenntnis gehabt haben, dann geht die so leicht nicht wieder verloren und neue Erkenntnisse kommen dann hinzu. Das baut sich auf. Erkenntnisfortschritt kann man sich relativ leicht vorstellen. Wir sind hier bei Medico International, da kann man vielleicht auch das klare und einfache Beispiel des medizinischen Wissens nehmen. Sicherlich haben wir über das vergangene Jahrhundert, über die vergangenen zwei Jahrhunderte medizinischen Fortschritt gehabt, der unbestreitbar ist, der sich ausdrückt in der Erhöhung der Lebenserwartung in der langfristigen Perspektive. Nicht zu vergessen allerdings auch, was für Medico wichtig ist, dass dies zum Teil auch eher sozialmedizinisch betrachtet werden sollte, aber auch auf Erkenntnisse sich gründet über Hygienebedingungen und dergleichen. Haben wir das damit also die erste Form des Fortschritts, das ist der Fortschritt des Wissens, der Erkenntnis. Der zweite Fortschritt ist der Fortschritt in der Befriedigung materieller Bedürfnisse. Der wird sehr leicht verbunden hier bei uns mit dem Gedanken des wirtschaftlichen Fortschritts und auch des Wirtschaftswachstums. Dies ist auch eine Entwicklung, die sich leicht nachvollziehen lässt. Ich werde in dem ganzen Vortrag gelegentlich nicht im Detail, aber ich werde sozusagen quantitative Hinweise verwenden, ohne viele Zahlen direkt aussprechen zu müssen.
Ich sage dazu nur, bevor ich zu dem ersten komme, viele dieser Zahlen sind nicht so völlig verlässlich, aber die, die ich verwende, die sind doch so solide, dass man, selbst wenn man von verschiedenen Perspektiven auf Entwicklungen guckt, zu den Schlussfolgerungen kommt, die ich kurz erwähne. Das erste ist die wirtschaftshistorische Erkenntnis, dass seit dem frühen 19. Jahrhundert wir ein großes Auseinanderklaffen verschiedener Weltregionen beobachten. Das hat der amerikanische Wirtschaftshistoriker Kenneth Pomeranz die große Divergenz, das große Auseinanderklaffen bezeichnet. Und da sieht man deutlich, dass zunächst in Europa und dann auch in Nordamerika die Produktion, die wirtschaftliche Produktion sehr stark zunimmt, während alle anderen Weltregionen auf einem eher ähnlichem Niveau mit Fluktuationen natürlich verharren. Das ist die große Divergenz und die macht deutlich, dass wir im Hinblick auf die Befriedigung materieller Bedürfnisse, die Produktion von Mitteln zur Befriedigung dieser Bedürfnisse, seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts große Fortschritte gemacht haben. Wir alle wissen, dass dann seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs misst man das als Bruttosozialprodukt und ich komme dazu, seit den 70er Jahren kritisiert man diese quantitative Vorstellung von Wirtschaftswachstum. Aber dazu komme ich gleich noch. Lassen Sie mich kurz nur sagen, zu diesen beiden Formen des Fortschritts, Dimensionen des Fortschritts, Wissensfortschritt und wirtschaftlicher Fortschritt, Fortschritt in der Befriedigung materieller Bedürfnisse, dass die eine ähnliche Form haben, nämlich die der Maximierung des Wachstums, einer Kumulation. Dinge werden hinzugefügt, historisch angehäuft, mit dem Gedanken, dass dies eine lineare Steigerung ist, die sich prinzipiell unendlich fortsetzen lässt, von der wir uns kein Ende vorstellen müssen und auch nicht sollten, weil jeder weitere Schritt ist ein Schritt in Richtung auf größeren Fortschritt. Kommen wir damit zur dritten Dimension des Fortschritts. Das nenne ich Fortschritt in den Bedingungen für persönliche Selbstverwirklichung. Das verbinden wir einfacherweise mit dem Begriff der Freiheit, insbesondere dem Begriff der individuellen und der persönlichen Freiheit. Dort ist eine historische Markierung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte im revolutionären Frankreich. Spezifisch aber auch noch, was man in der gleichen Zeit dann mit romantischen Ideen verbindet, nicht nur einfach formale Freiheit, sondern auch der Gedanke, dass jeder Mensch im Prinzip ein einzigartiges Selbst ist und die Bedingungen haben sollte, dieses Selbst zu entwickeln, herauszubilden und zu entwickeln. Dies ist also die dritte Dimension des Fortschritts, die Verbesserung der Bedingungen für persönliche Selbstverwirklichung. Dies nenne ich sozialen Fortschritt, also Wissensfortschritt, wirtschaftlichen Fortschritt, sozialen Fortschritt und schließlich die vierte Dimension, der politische Fortschritt, den ich beschreibe als Fortschritt in der kollektiven Selbstbestimmung oder den Bedingungen für kollektive Selbstbestimmung. Auch dies, Sidonia hat das schon angesprochen, geht aufs späte 18. Jahrhundert zurück. Der Gedanke der Volkssouveränität, dann umgesetzt in den Gedanken der Demokratie und den prozeduralen Formen der Demokratie, wo dann wiederum die Formgebung dadurch erfolgt, dass man sich ein Volk vorstellt, das eine Nation ist, die die Fähigkeit zur kollektiven Selbstbestimmung hat. Bezüglich dieser beiden Formen des sozialen Fortschritts und des politischen Fortschritts ist die Form anders als für den Wissens- und den wirtschaftlichen Fortschritt. Dies ist zum einen ambivalent. Es fällt nicht schwer zu sehen, dass es Spannungen geben kann zwischen diesen beiden Formen, aber auch innerhalb, dass es umstritten sein kann, wie man dies am besten verwirklicht. In anderer Form umstritten als für Erkenntnis und Wirtschaft. Und es hat sich dann herausgestellt in historischen Kämpfen, dass die Form dieses Fortschritts der Gedanke der gleichen Freiheit geworden ist. Das war am Ende des 18. Jahrhunderts keinesfalls klar, aber im Zuge des 19. Jahrhunderts und bis in die Gegenwart hin ist die gleiche Freiheit von Individuum die Form des sozialen und des politischen Fortschritts geworden. Der Individuen zunächst und dann mit den kolonialen Befreiungsbewegungen, der Gleichheit zwischen Staaten, zwischen den Kollektiven, zudem, wobei wiederum dann innerhalb der Staaten die Individuen gleiche Freiheit haben sollten. Dies sind die vier Dimensionen, mit denen ich arbeiten möchte. Und jetzt werde ich in zwei verschiedenen Schritten etwas mehr über die Geschichte sagen. Auch das natürlich sehr kurz, um es klar zu machen und in diesen Vortrag bringen zu können.
Wir sehen eben, auch das hat Sidonia kurz angesprochen, dass man historisch diese Fortschrittsmöglichkeiten verbindet mit großen Revolutionen. Der wissenschaftlichen Revolution als erster, dann der industriellen Revolution und der französischen Revolution. In diesen drei großen Revolutionen finden wir alle Elemente des Wissensfortschritts, des wirtschaftlichen Fortschritts und des sozialen und politischen Fortschritts. Und diese Revolutionen, so haben viele Soziologen, aber nicht nur, lange gedacht, bringen Gesellschaften auf diesen Fortschrittspfad. Von dem Moment an, dass alle diese drei Revolutionen stattgefunden haben, befinden wir uns auf dem Weg der ständigen Verbesserung unserer Lebensbedingungen. Dies war eine Utopie am Ende des 18. Jahrhunderts, das bestand nirgendwo. Und interessanterweise, kommt zurück auf die Musiker, war sie in der Zeit zu verwirklichen. Da gab es nicht viele räumliche Überlegungen darüber, selbst wenn Paris ein erstes Zentrum gewesen sein mochte. Aber diese Utopie erstreckte sich über die Zeit. Sie würde real werden können im Verlauf der Zeit. Und man sieht auch deutlich, dass, und dort findet sich die Unterscheidung der Dimensionen wieder, dass es zwei wesentliche Antriebskräfte gab, die uns auch heute noch leicht verständlich sind. Für den Wissens- und Wirtschaftsfortschritt ist es der Mangel. Wenn wir uns die Lebensbedingungen am Ende des 18. Jahrhunderts in Europa vorstellen, dann sehen wir aus heutiger Perspektive, dass der Mangel an Erkenntnissen und der Mangel an Ressourcen zur Befriedigung materieller Bedürfnisse diese Lebensbedingungen stark bestimmt hat und diese sich verbessert haben, ich komme gleich zu Qualifizierungen, im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts. Also der Mangel und die Behebung des Mangels, die Überwindung des Mangels ist eine Triebkraft für Wissens- und Wirtschaftsfortschritt. Während für sozialen und politischen Fortschritt ist die Triebkraft die Existenz was ich formale Herrschaft nenne. Formale Herrschaft ist eine Situation, in der Kategorien von Personen unterschieden werden und einige Personen durch die Kategorie als Herrschende, als mit mehr Rechten und Privilegien ausgestattet gesehen werden als andere. Und das nach einer kategorialen Unterscheidung. Das ist natürlich in der vorrevolutionären Gesellschaft die Unterscheidung zwischen dem Adel auf der einen Seite und den Bürgern und den Bauern auf der anderen. In der nachrevolutionären Gesellschaft gibt es immer noch und lange Unterscheidungen zwischen den Besitzenden und den Nichtbesitzenden, zwischen Männern und Frauen und später dann zwischen den Kolonialmächten und den Kolonisierten. Und das sind jeweils Unterscheidungen nach Kategorien. Das heißt, wenn man sich in einer Kategorie befindet, ist schon bestimmt, ob man Rechte und Privilegien hat oder der Herrschaft anderer ausgesetzt ist. Und dieses zu überwinden, alle Formen formaler Herrschaft zu überwinden und abzuschaffen, ist die Triebkraft gewesen für sozialen und politischen Fortschritt. Und Gleichheit und Freiheit ist sozusagen der Zielpunkt, das Telos gewesen. Nun, ich glaube, die Beschreibung ist soweit historisch zutreffend, aber wir wissen auch, dass diese Entwicklung keinesfalls linear gewesen ist. Da haben wir alle Beispiele im Kopf. Ich erwähne nur einige zur Illustration. Wir wissen, dass trotz der Versprechungen der industriellen und marktlichen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts haben sich im 19. Jahrhundert die Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Menschen in Europa verschlechtert durch die kapitalistische Form dieser Industrialisierung. Wir wissen auch ein Beispiel zu dem Wissensfortschritt, dass am Ende des 19., frühen 20. Jahrhunderts Eugenik als wissenschaftlicher Fortschritt angesehen wurde, der dann zu fatalen politischen Maßnahmen geführt hat, der Gedanke der Verbesserung der Bevölkerung durch eugenische Maßnahmen. Wir wissen auch, dass im ganzen 19. Jahrhundert Demokratie praktisch nicht bestand, sondern nur eine Zielvorstellung war. Erst am Ende des Ersten Weltkriegs finden wir in einigen Ländern gleiches Wahlrecht für alle. Und wir wissen auch, dass kollektive Selbstbestimmung im 20. Jahrhundert oft Formen angenommen hat, die persönliche Freiheit eingeschränkt haben in allen Formen des Totalitarismus, des Nazismus und des Stalinismus. Also die Entwicklung ist keinesfalls linear, aber und jetzt komme ich zum zentralen Punkt dessen, was ich heute sagen möchte. Um 1970, in den Gesellschaften, die man dann anfing, fortgeschrittene Industriegesellschaften zu nennen, also die, in denen der Fortschritt schon stattgefunden hat, scheinen diese Ziele erreicht.
denken wir an europäische Gesellschaft, westeuropäische Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft, wie sie damals genannt wurde, scheinen diese Ziele erreicht. Diese Gesellschaften haben keinen großen Mangel im Hinblick auf Erkenntnisse und im Hinblick auf Befriedigung materieller Bedürfnisse. Sie haben Gleichheit im politischen Sinne, gleiche Berechtigung zur politischen Beteiligung erreicht. Und sie haben im Prinzip die Bedingungen für persönliche Selbstverwirklichung geschaffen. Tatsächlich erst dann, vergessen wir nicht, dass erst in den 1970er Jahren tatsächlich Rechtsgleichheit zwischen Männern und Frauen in den meisten europäischen Ländern geschaffen wurde. Aber dann wurde das geschaffen. Das heißt, um 1970 oder in den 70er Jahren ist ein solcher Punkt erreicht worden, wo wir sehen können, dass hinsichtlich dieser Dimensionen des Fortschritts tatsächlich, ich übersteigere ein bisschen, das provoziert Sie vielleicht, die wesentlichen Ziele des Fortschritts erreicht waren. Dies ist der Grund dafür, meines Erachtens, warum die Kritik, die Gesellschaftskritik im breitesten Sinne, ihre Form verändert. Es ist nicht länger Kritik an Mangel und es ist nicht länger Kritik an Herrschaftsformen. Es wird Wissenschaftskritik in der Wissenschafts- und Technikforschung, in der dann kritisch untersucht wird, was eigentlich gemacht wird und was diese Erkenntnisse sind, die angeblich kumulativ Verbesserungen vor sich bringen. Das ist Wachstumskritik. Man geht davon ab, quantitative Wachstumsideen zu haben. Der Begriff qualitatives Wachstum, Wachstum der Lebensqualität kommt auf. Und das ist im Wissens- und Wirtschaftsbereich und im sozialen und politischen Bereich geht man dazu über, von Differenz und Diversität zu reden, die über den Gedanken der Gleichheit hinausgeht und manchmal sogar ein bisschen anstelle des Gedankens der Gleichheit gesetzt wird, aber nur vor dem Hintergrund, dass eben diese Gleichheit, die Rechtsgleichheit schon erreicht ist. Damit wird, und das schon seit den 70er Jahren, das, was Fortschritt noch bedeuten kann, diffus. Und wenn wir heute über Fortschritt diese Zweifel haben, dass wir nur noch dran denken können, Rückschritt zu vermeiden, dann ist das etwas, was sich seit den 70er oder spätestens den 80er Jahren angelegt hat. Dass es schwer wird, sich vorzustellen, was Fortschritt noch bedeuten kann unter diesen Bedingungen. Nicht zuletzt sieht man auch, dass viele Beobachter, Sozialwissenschaftler, politische Denker meiner Generation oder ein bisschen älter, nicht zuletzt deswegen auch, das sagen sie selten so deutlich, aber sie blicken nostalgisch zurück auf die 70er, 80er Jahre, wo Dinge mehr im Griff waren, als sie heute es zu sein scheinen. Nun, ich möchte sagen, dass es verständlich ist, vor dem Hintergrund, den ich Ihnen gezeichnet habe, aber verständlich nur innerhalb der westlichen Gesellschaften. Und wenn man näher hinsieht, ist dieses Verständnis sowohl begrifflich als auch in globaler, in räumlicher Perspektive hochproblematisch und viel zu kurz gegriffen. Um dem nun näher kommen zu können und ein bisschen ausbuchstabieren zu können, warum dies problematisch ist, möchte ich einen zweiten kurzen Blick auf diese Geschichte werfen. Wir sehen, wenn wir im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund der ersten industriellen Revolution sehen, was tatsächlich dieses Produktionswachstum bedeutet hat im 19. Jahrhundert. Das ist im Wesentlichen ein Produktionswachstum für Investitionsinfrastruktur, Eisenbahnen und Luxusgüter. Das heißt Güter, die nur einem kleinen Teil der Gesellschaft zugutekommen. Das geschieht unter Ausbeutung derjenigen, die diese Produkte herstellen, ohne Verbesserung, oft mit Verschlechterung der Lebensbedingungen der Arbeiter. Dagegen entwickelt sich die Arbeiterbewegung als Protest gegen diese neue Situation, die nicht nur die Versprechen nicht erfüllt, die früher gemacht worden waren, sondern neue Formen der Ausbeutung schafft. Die Gewerkschaften, die sozialistischen und dann kommunistischen Parteien drücken diese soziale Kritik aus und entwickeln einen Fortschrittsbegriff, der über diese Erfahrung mit Fortschritt, die sie selber gemacht haben, hinausgeht. Als Reaktion darauf, ich befinde mich weiterhin in Europa und dann in Nordamerika, verändert sich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Konstellation im Hinblick auf eine, was man dann Massengesellschaft nennen sollte, mit Massenproduktion und Massenkonsum. Dabei ist vor allen Dingen wichtig zu sehen, dass durch den Massenkonsum erstmals seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts diejenigen, die produzieren, auch selber die Produkte erwerben und nutzen, die sie produzieren. Das war im 19. Jahrhundert für die meisten Produkte überhaupt nicht der Fall.
Diese Veränderung ist also eine gesellschaftliche Transformation als Reaktion auf Proteste. Zugleich jedoch führt sie zu einer neuen Situation, die mit zunehmender Ressourcenausbeutung einhergeht und Umweltverschmutzung, die zudem diese große Divergenz zwischen Kolonialgesellschaften und kolonisierten Gesellschaften weiter akzentuiert durch die Ausbeutung von menschlichen und Naturressourcen in dem, was wir heute den globalen Süden nennen, eine Intensivierung kolonialer Herrschaft, eine Emigration von, was manche Leute die Überflussbevölkerung im Norden nennen, nach Lateinamerika, in südliche Afrika, eine formelle Ungleichheit, die besteht und sich verschärft in vielen südlichen Gesellschaften und eine Einbeziehung, stärkere Einbeziehung der lokalen Bevölkerung des Südens in die Weltökonomie. Die Diamant- und Goldminen Südafrikas sind vielleicht das prägnanteste Beispiel dafür, wo die lokale südafrikanische Bevölkerung, Südafrika im weitesten Sinne, unter unmenschlichen Bedingungen in die Weltökonomie einbezogen wird. Wir haben dann, das ist das 20. Jahrhundert, wir haben im spätesten 20. Jahrhundert dann eine neue Transformation, in der sich im Norden die ökologische Kritik ausbildet, zunächst vor allem im Norden, durch die Umweltbewegung, auch die Anti-Atomkraftbewegung, während im Süden der Antikolonialismus eine neue Form von sozialer Kritik, jetzt einer global ausgerichteten sozialen und politischen Kritik entwickelt. Die Reaktion darauf, die gesellschaftliche Transformation, die daraufhin geschieht, ist das, was wir Neoliberalismus und Globalisierung nennen, die Verlagerung industrieller Produktion von den historischen Zentren des Nordens in, nicht alle, aber einige Gebiete des Südens. Was ich mit dieser kurzen Skizze sagen möchte, ist, dass Protestbewegungen historisch immer wieder Fortschritte erzielt haben, aber diese zugleich in den meisten Fällen lokal begrenzt waren und mit räumlichen Problemverschiebungen einhergingen. Das heißt, das, was in Fortschritt durch durchaus emanzipatorische Proteste an einem Ort erreicht wird, ist Rückschritt, ist Verstärkung von Ausbeutung und Herrschaft in anderen Orten in dieser historischen Perspektive über die letzten beiden Jahrhunderte. Das hat das zur Folge, was wir heute vielleicht die biosoziale Struktur des Planeten Erde nennen könnten. Es gibt im ersten Heft, glaube ich, der Zeitschrift Nature Sustainability einen Versuch, sowohl die sozialen Errungenschaften als auch die Naturbelastung global abzubilden. Und das wird dann auch, das ist ein anderer Fall, wo quantitative Information im Hintergrund ist. Wenn man auf der einen Seite im Hinblick auf die biophysikalischen Ressourcen sich ansieht, in welchen Regionen die Belastung der Erde durch Nutzung dieser Ressourcen besonders groß und übergroß ist. Und auf der anderen Seite sich ansieht, wo in der Welt, wo auf der Erde soziale Ziele stärker erreicht wurden als in anderen Teilen der Erde. Wenn man diese beiden Aspekte zusammennimmt, dann ergibt sich eine Weltkarte, in der die Abbildung, die ich gesehen habe, die verwendet Töne von Grün und Rot. Das heißt, Grün ist eine positive Situation und Rot eine negative, wo man sieht, dass die meisten Gesellschaften des Nordens Rot und Dunkelrot im Hinblick der Nutzung biophysikalischer Ressourcen sind und gleichzeitig grün bis dunkelgrün im Hinblick auf Erreichung sozialer Ziele, während die meisten Gesellschaften des Südens die umgekehrte Situation haben. Sie leben weit unterhalb dessen, was sie an biophysikalischen Ressourcen nutzen könnten, ohne die Erde übermäßig zu belasten, aber sind also grün in der Hinsicht, aber erreichen die meisten der sozialen Ziele nicht, sind also rot oder dunkelrot in der Hinsicht. Interessanterweise, ich nehme an, dass viele von Ihnen dieses globale und global vergleichende Interesse haben, man sieht da auch deutlich, dass lateinamerikanische Gesellschaften wie Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay in einem mittleren Bereich liegen. Wir haben einige soziale Ziele erreicht, sind also orange, nicht mehr rot wie die meisten afrikanischen Gesellschaften. Gleichzeitig haben sie aber auch die Ausnutzung biophysikalischer Ressourcen so erhöht, dass sie in dem orangenen Bereich auch dort liegen, also nicht mehr in dem grünen Bereich wie viele der afrikanischen Staaten.
Das heißt, hier mit so einem Bild sieht man, wie Fortschritte, zum einen wie Fortschritte räumlich begrenzt erreicht werden und wie man zumindest vermuten kann und aus der historischen Skizze auch folgern kann, wie dieses Erreichen von Fortschrittszielen in einigen Räumen zulasten anderer Räume geht. Das heißt, das konkrete Ziel von Fortschritt heute müsste es sein, Fortschritt in diesem Sinne zu globalisieren. Und das heißt konkret, globale soziale Gerechtigkeit und globale ökologische Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Lassen Sie mich dies auch kurz illustrieren an Beispielen. Viele von Ihnen werden das explizit kennen, aber auch die es nicht explizit kennen, werden leicht sehen, dass wir uns eine moderne Gesellschaft als eine Gesellschaft vorstellen, in der das, was wir als Individuen, als Personen können und tun, bestimmt, wer wir sind, welchen Status wir in der Gesellschaft haben. Im Unterschied zu vormodernen Gesellschaften, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, wo man geboren wird in einen Stand und normalerweise nicht darüber hinaus kann, über eine Situation, in die man hineingeboren ist. Die Soziologen nennen das Askription, Zuweisung auf der einen Seite oder Erwerb, Errungenschaft auf der anderen Seite. Moderne Gesellschaften sind auf Erwerb, Errungenschaft ausgerichtet, in dem Selbstverständnis, und nicht länger auf Zuweisung einer Statusposition. Das hat die ganze Soziologie moderner Gesellschaften zumindest über das letzte halbe Jahrhundert geprägt. Nun überlegen wir uns, und wir müssen sagen, unsere Gesellschaften, die europäischen Gesellschaften, haben ein derartiges Fundament. Wir alle wissen, dass es nicht so ganz stimmt, dass es auch hier historische Privilegienstrukturen gibt, die einige immer gleich in eine bessere Position bringen als andere. Aber im Großen und Ganzen funktionieren unsere Gesellschaften nach diesem Errungenschaftsleistungsprinzip. Sehen wir uns die globale Situation an bezüglich der Frage sozialer Ungleichheit. Soziale Ungleichheit, dafür gibt es entwickelte Messtechniken, vor allen Dingen den Gini-Index, wird aber normalerweise national gemessen innerhalb von Gesellschaften, auch weil die Statistiken so sind. Und da kann man dann zum Beispiel erkennen, damit habe ich angefangen, dass Ungleichheit in europäischen Gesellschaften in den letzten 20, 30 Jahren zugenommen hat, allerdings von einem global ziemlich niedrigen Niveau, von einem ziemlich hohen erreichten Grad von relativer Gleichheit. Aber diese Verschlechterung hinsichtlich des Phänomens der Ungleichheit. Man kann auch sehen zum Beispiel, dass in Brasilien unter den Regierungen der Arbeiterpartei, Lula und Dilma, soziale Ungleichheit abgenommen hat. Das kann man auch sehen mit dem Gini-Index. Zugleich gehen wir politisch weiterhin davon aus, dass es unsere Staaten sind, die für die rechtliche und auch zum Teil materielle Situation von uns verantwortlich sind. Nicht andere Staaten, sondern die Staaten, von denen wir Staatsbürger sind. Das heißt, dass wir soziale Ungleichheit und die Ideen von Verantwortung, die daraus für Verringerung oder Zunahme von Ungleichheit, normalerweise nur innerstaatlich fassen können mit diesen Instrumenten. Nun haben sich in jüngster Zeit Sozial- und Wirtschaftsstatistiker und Sozialhistoriker daran gemacht, diese Begrenzung aufzubrechen und dieses Thema global zu fassen. Und da kommt man dann zu dem Schluss, dass wenn man versucht, diese Einkommenspyramiden, die soziale Ungleichheit darstellen, global abzubilden, erkennt man, dass zwischen vielen Gesellschaften des globalen Südens die wohlhabendsten, die reichsten Bevölkerungsgruppen kaum das Niveau erreichen von den ärmsten Bevölkerungsgruppen in den Gesellschaften des globalen Nordens. Zum Beispiel zwischen den Einkommenspyramiden von Mali und Dänemark gibt es keine Überlappung. Wenn man das gibt sehr reiche Leute in Mali, aber wenn man das in 1%-Gruppen aufteilt, die reichsten 1% der Bürger von Mali sind ärmer als die ärmsten 1% der Bürger von Dänemark. Wenn man das für die USA und Brasilien macht, gibt es eine kleine Überlappung, aber auch eine relativ geringe, obwohl es sehr reiche Brasilianer gibt. Nun, dies bedeutet, dass unter heutigen globalen Bedingungen der Ort, an dem man geboren ist und die Staatsbürgerschaft, in die man hereingeboren ist, das entscheidende Kriterium für Möglichkeiten sozialer Mobilität ist.
Das heißt, wenn wir von einer globalen Moderne oder einer globalen Gesellschaft, wenn wir von einer globalen Gesellschaft ausgehen, ist diese Gesellschaft unmodern im Hinblick auf die Tatsache, dass sie nämlich zuweist, Status zuweist und es Menschen nicht möglich macht, ihren Status zu verändern, wenn sie in eine untere Statusposition, Bürger von Mali, geboren sind. Das bedeutet, ich nehme an, die meisten von uns sind Deutsche oder zumindest Staatsbürger der Europäischen Union, wir gehören zu einer privilegierten Aristokratie weltweit. Nicht durch das, was wir getan haben, wie eben die Aristokraten auch nicht, sondern durch die Staatsbürgerschaft, in die wir hineingeboren sind. Es bedeutet auch, dass es vollkommen vernünftig, rational, fast in einem ökonomischen Sinne ist, wenn Bürger aus armen Staaten und armen Gesellschaften sich nicht daran machen, ihren Status in der Gesellschaft zu verbessern, sozialen Aufstieg in ihrer Gesellschaft zu erreichen, sondern zu emigrieren. Es ist die plausibelste Lösung. Soziale Mobilität, sozialer Aufstieg kann nur so in erheblichem Ausmaß erreicht werden. Ich bringe diese Beispiele, um anzudeuten, was mit dem Gedanken globaler sozialer Gerechtigkeit erforderlich ist und wie man mit den Elementen von dem Denken über unsere eigene Gesellschaft, das Selbstverständnis unserer Gesellschaft, wie man diese Instrumente, die wir normalerweise nur innerhalb unserer Gesellschaft anwenden, wenn wir sie aufbrechen und sie global anwenden, haben wir die Instrumente zu verstehen, was im Hinblick auf globale soziale Gerechtigkeit erforderlich ist. Ich halte es ein bisschen kürzer mit der globalen ökologischen Gerechtigkeit und ein bisschen in einem anderen Sinne, um ein anderes Element hinzuzufügen. Es gibt schon seit den 70er Jahren den Begriff der ökologischen Schulden, der geprägt wird, der den Gedanken ausdrücken soll, dass die Industrienationen sich ökologisch verschuldet haben bei den Gesellschaften, von denen Ressourcen extrahiert wurden und in denen die Umweltbelastung, also Ressourcenausbeutung und Umweltbelastung zugenommen hat aus diesem Grunde. Das fand damals statt im Rahmen eben der Dekolonialisierung oder Gedanken über eine neue internationale Wirtschaftsordnung, die keine Früchte gebracht hat, nicht zuletzt wegen der Neoliberalisierung und dem Washington Consensus. Aber es gibt fortgesetzte Debatten und ich will Ihnen nur das eine Beispiel erwähnen. Man sieht hier also, wie nördliche Gesellschaften die Kosten ihrer eigenen Lebensweise externalisieren, die anderen Gesellschaften auferlegen. Und in diesem Zusammenhang hat sich immerhin, und da sieht man einen Ansatz für eine konkrete Utopie vielleicht, in den internationalen Diskussionen schon ein Instrument herausgebildet, was man das Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeit nennt. Das ist zuletzt auf dem Earth Summit in Rio de Janeiro 1992 formuliert worden und hat inzwischen Eingang in internationales Recht gefunden. Es findet sich zum Beispiel im Pariser Klimaübereinkommen. Und dieser Gedanke drückt aus, dass man global erkennt, dass es eine Problemsituation ist, die gemeinsam angegangen werden muss, aber zugleich erkennt, dass die Verantwortung und Verantwortlichkeit für dieses Problem differenziert betrachtet werden muss, dass nicht jeder gleich verantwortlich ist. Nun gibt es da zwei Varianten. Man kann zum einen sagen, die Verantwortung ist differenziert, weil nicht alle gleichermaßen in der Lage sind. Sie haben nicht die Kapazitäten, Umweltbelastungen zu verringern oder dergleichen. Das würde nicht sehr viel weiter führen. Das muss man mit einbeziehen, aber würde nicht sehr viel weiter führen. Aber der andere Gedanke, der weiterführende Gedanke im Hinblick auf differenzierte Verantwortlichkeit ist derjenige, der eben dieses historische Unrecht, die ökologische Verschuldung der Industrienationen beim Rest der Welt in Betracht zieht. Und das wäre der Gedanke globaler ökologischer Gerechtigkeit. Dies wären die Ziele von Fortschritt heute. Nun, ich möchte schließen mit einer weiteren Überlegung, die das zurückbindet an die Dimensionen des Fortschritts, weil man sich die Sache vielleicht zu einfach machen würde, wenn ich einfach sage, globale soziale Gerechtigkeit, globale ökologische Gerechtigkeit, sind wir alle damit einverstanden. Und selbst in Politikerreden findet sich das häufiger und häufiger. Wir müssen aber vielleicht einen Schritt weiter darüber nachdenken, über die Methode, wie diese Ziele zu erreichen sind. Und da möchte ich Ihnen drei Elemente vorschlagen, die sich meines Erachtens aus der Unterscheidung dieser Fortschrittsdimensionen ergeben. Zunächst im Hinblick auf den Wissens- und den Wirtschaftsfortschritt denke ich, dass
eine Methode, Fortschritt in dieser Hinblick zu erreichen, ist, was ich die Kritik der Hybris nennen würde. Hybris in dem Sinne, diese menschliche Neigung, über das, was Menschen möglich ist, hinausgehen zu wollen. Die Annahme, sagen, mehr zu können, als man tatsächlich kann. Weil dieses, denke ich, sehen wir häufig, sehen wir in dem ganzen Gedanken des linear-kumulativen Wissens- und wirtschaftlichen Fortschritts, verbunden insbesondere mit der Vorstellung, dass man die Natur und Menschen beherrschbar machen kann, dass sie im Prinzip beherrschbar sind und dass man die Methoden entwickeln kann, sie beherrschbar zu machen. Ich denke, diese Kritik der Hybris hat sich in jüngerer Zeit zuerst in der Kritik der Atomkraft ausgedrückt. Und da ist es interessant zu sehen, dass ja in den heutigen Klimadebatten manchmal da versucht wird, das Element, die Debatte wieder zurückzudrehen. Wobei es natürlich richtig ist, dass die CO2-Belastung durch Atomkraftwerke nicht weiter erhöht wird. Aber völlig übersehen wird, dass dieses nicht das Hauptproblem der Atomkraft ist, sondern eben dieser Gedanke, dass man über Jahrtausende Folgen menschlichen Handelns so auf dem Planeten platzieren könnte, dass sie weiterhin beherrschbar bleiben. Heute konkreter in der Debatte über den Klimawandel sieht man das Problem der Hybris in den Debatten über Geoengineering. Viele von Ihnen werden davon gehört haben, dass man darüber nachdenkt, die Sonneneinstrahlung zu verringern oder über andere Großprojekte im erdnahen Weltraum den Klimawandel in die andere Richtung hin zu beeinflussen. Vermutlich sind wir an dem Punkt angekommen, wo man solche Maßnahmen nicht mehr ganz ausschließen darf. Aber auf der anderen Seite ist dieses genau die Fortsetzung des traditionellen Begriffes des kumulativen und hybristischen Fortschritts, als dass man den Gedanken der Beherrschbarkeit noch einen Schritt weiter dreht, statt sich zu überlegen, welche anderen Maßnahmen ergriffen werden müssten. Soweit zum Erkenntnis- und Wirtschaftsfortschritt. Im Hinblick auf den sozialen und politischen Fortschritt sehe ich ein wesentliches Element, eine wesentliche Methode heute, eine Kritik der Gleichheitsfiktion, was ich eine Kritik der Gleichheitsfiktion nennen würde. Nämlich in einer Situation, wo wir zumindest in unserem Teil der Welt diese formale Gleichheit aller Personen, aller Individuen erreicht haben, kommt man sehr leicht zu diesem Schluss, dass man dann von diesem Punkt ausgehen könnte und sozusagen auch alle Menschen gleiche Möglichkeiten haben. Und dieses ist, da die Kritik der Ungleichheit, der formalen Ungleichheit nicht länger greift, wenn wir alle gleiche Rechte haben, stellt sich dieses Problem, aber damit wird Zeit ausgelöscht, damit wird vergessen, wie sich historisch unterschiedliche Möglichkeiten geschaffen haben, die heute unter dem Mantel der formalen Gleichheit unsichtbar gemacht werden. Das heißt, diese Fiktion der Gleichheit muss in all diesen Beziehungen kritisch hinterfragt werden, weil wir sonst nicht erkennen können, in welcher Weise Frauen und Männer in unseren Gesellschaften, aber eben auch Bewohner des globalen Südens, mit uns nur formal gleich sind, aber nicht tatsächlich gleich im Hinblick der Lebensmöglichkeiten. Schließlich komme ich zu dem politischen Aspekt der Frage des politischen Fortschritts, wo man auch ja leicht zu dem Schluss kommen könnte, dass mit der Einführung egalitärer und inklusiver Demokratie, in der alle Bürger in gleicher Weise politisch partizipieren können, den Endpunkt von Fortschritt erreicht haben. Man übersieht dabei, dass dieses Leitziel der gleichen Freiheit zu einer Situation geführt hat, wo unsere Demokratien nach einem Modell funktionieren, wo die Staatsbürger als Individuen betrachtet werden, die unabhängig voneinander ihre Präferenzen ausbilden und diese Präferenzen dann ausdrücken in Wahlen oder Referenden oder dergleichen. Das heißt, der Gedanke einer politischen Verständigung unter den Bürgern eines Gemeinwesens geht verloren hinter der Prozedur der schlichten Summierung von individuellen Präferenzen in Abstimmungen. Dazu kommt, dass dieses dann staatlich parzelliert stattfindet. Das heißt, man weiterhin davon ausgeht, dass über relevante Dinge innerhalb eines Nationalstaats oder eines politischen Gemeinwesens entschieden werden könnte, ohne dass die Folgen in anderen
Teilen der Welt betrachtet werden können. Ich sage dies, ich versuche das ein bisschen konkreter zu machen. Ich denke, wir sehen, dass inklusive der Diskussion über das, was ich am Anfang erwähnt habe, die Tendenzen zu xenophoben und autoritären Entwicklungen in der Politik, dass dies auch eine Folge davon ist, dass auf der einen Seite die Strukturen politischer Verständigung sich verschlechtert haben, zum Teil durch neue Technologien, aber zum Teil auch durch Strategien der im Wettbewerb stehenden politischen Parteien. Und dass auf der anderen Seite dies in einer Situation geschieht, in der auf uns, auf die Bürger des globalen Nordens, Herausforderungen zukommen, die verlangen, eine globale Perspektive einzunehmen. Das ist aber es praktisch unmöglich gemacht wird, diese Perspektive tatsächlich entwickeln zu können, wenn zum einen wir uns nicht in Prozesse der politischen Verständigung über die zentralen Probleme begeben, statt schlicht abzustimmen und zu wählen. Und zum Zweiten, wir weiterhin so tun, als könnten wir das innerhalb eines reichen Landes tun und Entscheidungen treffen, die scheinbar uns nützen, aber nur über die kurze Frist, und gleichzeitig globale Situationen verschlechtern. Nun, diese drei Methoden, Kritik der Hybris, Kritik der Gleichheitsfiktion und Kritik der individualistischen und zugleich parzellierten Demokratie, kann man auch, und damit will ich schließen, ein bisschen positiver formulieren. Ich denke, dies bedeutet zum Ersten, dass das Ziel wäre, Wissen und Wirtschaft mit Einsicht in die Grenzen der Wünschbarkeit und der Machbarkeit zu entwickeln. Zweitens, uns zu befähigen, das vergangene Unrecht zu erkennen und zu bekämpfen, das heute hinter scheinbarer Gleichheit unsichtbar wird. Und drittens, Formen der politischen Verständigung und Entscheidung zu entwickeln, die problemorientiert und beteiligungsorientiert sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Peter, für dieses riesige Panorama, das du uns gezeichnet hast. Mich hat vor allem beeindruckt, also wie es in deiner Darstellung gelungen ist, wie es dir gelungen ist, sozusagen auf der einen Seite diese Fortschritte nachzuzeichnen und gleichzeitig deutlich zu machen, wie sich Probleme immer wieder verschieben, neu gestalten, abzeichnen oder darstellen, so dass es tatsächlich so ist, dass wir eigentlich nie von eindeutigen Fortschritten ausgehen können, sondern dass wir Fortschritte verzeichnen können und diese auch verzeichnen sollten, also und die nicht übersehen oder negieren sollten, aber auf der anderen Seite eben doch sehen müssen, wo wir neue Probleme damit schaffen. In der Folge, finde ich, hast du sehr eindrücklich gezeigt, dass wir, wenn wir heute am Fortschrittsbegriff und dieser Idee festhalten wollen, dass wir ihn im Wesentlichen, also dass wir ihn globalisieren müssen, im Wesentlichen doch wohl auf zwei Phänomene zuschneiden sollten, nämlich auf der einen Seite auf globale soziale Gerechtigkeit, auf der anderen Seite auf eine ökologische Transformation der gesellschaftlichen Naturverhältnisse und auch das im globalen Maßstab. Dazu würde ich jetzt gerne eine Frage stellen, bevor ich dann in Raum gebe. Zum Schluss hast du so Wege nachgezeichnet oder Medien nachgezeichnet, über die man über die man gehen könnte bei dieser Aufgabe. Und ein Punkt ist, wir sollten nicht mehr Fortschritte nicht mehr suchen in einer Steigerung und Ausweitung individueller, subjektiver, negativer Freiheitsrechte, sondern wir sollten den Gedanken der kollektiven Autonomie, der kollektiven Selbstbestimmung stärken. Also das heißt, wir sollten die Gestaltung der Zukunft zu einem gemeinsamen Projekt machen, weder nur Experten, weder nur Parlamenten überlassen, sondern tatsächlich Formen finden, in denen Welt gemeinsam verhandelt werden kann.
Und das führt mich zu der Frage. Also kollektive Autonomie, das bedeutet doch immer auch Formen von Politik, Formen von Praxis, die ganz klar einen räumlichen Bezug haben. Also die geteilte Räume voraussetzen, geteilte Kommunikation voraussetzen, geteilte Erfahrungen voraussetzen. Das heißt, die sind in der Regel eher kleinräumig. Auf der anderen Seite haben wir es mit diesen riesigen, unermesslichen, globalen Problemen zu tun. Meine Frage an dich, ohne dass ich jetzt nach einem Rezept fragen würde, wie oder in welche Richtung könnte man sich Einsatzpunkte kollektiver Selbstbestimmung vorstellen mit Blick auf globale Probleme? Also haben wir schon entgegenkommende Strukturen? Müssen wir entgegenkommende Strukturen dafür schaffen? Gibt es institutionelle Arrangements, auf die wir uns schon beziehen können? Oder brauchen wir eine ganze Menge großer Fantasie, um sozusagen diesen Weg der kommunikativen Praxis, der Demokratie zu schaffen, Richtung einer Lösung globaler Probleme? Ja, danke dir, Sidonia. Das ist keine einfache und zugleich eine zentrale Frage. Ich komme vielleicht noch im ersten Satz auf die Problematik zurück, die wir sozusagen erstmal geschaffen haben in dem vergangenen Fortschritt, den wir gemacht haben. Nämlich geschaffen haben durch den Begriff der Volkssouveränität und dem Gedanken, Volk und Nation gleichzusetzen, als die Gruppe, die zur Selbstbestimmung fähig ist und auch in die Lage gebracht werden sollte, sich selbst zu bestimmen. Das war ein fortschrittlicher Gedanke am Ende des 18. Jahrhunderts und war sicherlich auch weiterhin bis zu den, durch die Nationalstaatsbildung in Europa und bis zu den Dekolonisierungsbewegungen ein Gedanke, der fortschrittliche Elemente weitergetragen hat. Aber zugleich, und ich denke, das sehen wir heute deutlicher, und damit komme ich jetzt zu deiner Frage, hat es zu der Situation geführt, dass wir auf der einen Seite vorgegebene politische Gemeinwesen haben, diese Völker oder Nationen, die zugleich in vielen Fällen im Innern ihre politischen Verständigungsformen selbst zerstört haben über lange Prozesse oder jedenfalls nicht hinreichend entwickelt haben. Nun, das Problem besteht hier darin, und deswegen ist es die Frage nicht leicht zu beantworten, dass man auf der einen Seite schon über die Bearbeitung gemeinsamer Probleme nur handlungsorientiert reden kann, wenn man eine Vorstellung davon hat, wer alles an dieser Diskussion beteiligt ist. Und das muss irgendwie bestimmt werden. Das ist der Gedanke des politischen Gemeinwesens. Auf der anderen Seite darf es eben nicht so festgeschrieben und parzelliert werden, wie es in unserer Geschichte geschehen ist. Ich denke, die beiden Elemente, und da ist nichts neu daran, die man braucht, aber diese Elemente sind da und sie werden zu entwickeln, ist auf der einen Seite der in Europa historisch und selbst in der EU sogar verankerte Gedanke der Subsidiarität, dass man tatsächlich lokal beginnt und alles, was man lokal oder in kleinerem Rahmen lösen kann, löst man im kleineren Rahmen und alles, was man nicht lösen kann, muss auf weitere, auf größere Dimensionen weitergegeben werden. Und das andere ist der Gedanke des Föderalismus, der eben dann sozusagen die institutionelle Form dafür bereiten kann, dass die Problemdimensionen erkannt und weiter verlagert und dann in Koordination zwischen föderierten Gemeinwesen behandelt werden können. Dies sind beides alte Instrumente, aber sie sind vor dem Hintergrund der Art, wie sich unsere politische Theorie und unsere politischen Praktiken entwickelt haben, zu wenig herausgebildet worden. Und dieses wäre zu stärken und auch über von diesem lokalen Gedanken heraus bis hin zu letztlich Föderierung auf globaler Ebene im Hinblick auf die Form der Probleme, die sich uns stellen. Jetzt würde ich erstmal ins Publikum gucken. Hier Fragen, Kommentare. Dann
Ja, ich habe eine Frage zu der Weltkarte in Rot und Grün, die Sie dargestellt hatten. Wie stehen denn Länder wie Russland und China da? China steht immer noch in einer Situation, immer noch, weil die Entwicklungen gehen ja rasant da vor sich, wo die biophysikalische Belastung des Planeten durch die chinesische Gesellschaft relativ gering ist, auf die Gesamtbevölkerungsbezahl bezogen pro Kopf. Und gleichzeitig die Erreichung sozialer Ziele auch noch bestenfalls im unteren mittleren Bereich ist. Ich sage das ein bisschen jetzt aus der Erinnerung. Während Entschuldigung. Ich versuche mich direkter an Sie zu wenden, aber dann geht das Mikrofon verloren. In Russland müsste ich jetzt nachsehen. Ich denke, es ist so, dass, wenn ich es richtig erinnere, dass die biophysikalische Belastung eher im oberen Bereich ist, also da den westlichen Industrienationen gleichgestellt ist, während auch die und auch die Erreichung sozialer Ziele nicht hoch ist, wie nicht dunkelgrün, aber glaube ich noch im hellgrünen Bereich ist, also relativ weit erreicht wurde. Das heißt, China befindet sich dort eher noch im globalen Süden, wenn auch an der Spitze vielleicht, und Russland im globalen Norden, wenn auch im unteren Bereich. Ja, vielen Dank. Sie haben das Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung genannt, das ja auf Rio zurückgeht und auch von einer Föderierung auf globaler Ebene gesprochen. Sehen Sie da irgendwie also Möglichkeiten anzuknüpfen an die Vereinten Nationen? Also was diese Institutionalisierung anbelangt? Also man muss sehen, was man tun kann. Ich denke, man ist weit davon entfernt, große Fortschrittsschritte in diese Richtung schon gemacht zu haben. Oder? Und ich denke, die Vereinten Nationen, die sind oft überschätzt worden, aber manchmal neigt man auch dazu, sie zu unterschätzen. Ich denke zum Beispiel, also bei aller Kritik, über die wir uns sicherlich leicht einig werden können hier, ich denke, dass der International Panel on Climate Change und das Pariser Übereinkommen große Fortschritte markiert haben. Auch prinzipielle in der Hinsicht, dass sich tatsächlich fast alle Staaten der Welt daran beteiligt haben und es unterzeichnet haben und sich mit all den Verzögerungen und den Blockadestrategien, die wir sehen, auch darin engagieren. Und das geschieht ja letztlich unter UN-Schirmherrschaft zumindest. Also, und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Während zum Beispiel der globale soziale Gerechtigkeit haben wir keinen Rahmen dieser Art, der das überhaupt nur thematisieren könnte. Da sind wir von der, es wird drüber gesprochen, aber Schritte in die Richtung zu gehen, mit globaler sozialer Gerechtigkeit entscheidende Fortschritte zu erzielen, sind wir davon sehr viel weiter entfernt. Zum Teil ist es sogar so, glaube ich, dass die heutige Debatte über Klimawandel überschattet die Tatsache, dass die globale soziale Ungleichheit sehr viel auch mit der Klimaproblematik zu tun hat. Aber wir sozusagen jetzt nur das eine diskutieren, wobei ich sehr froh bin, dass wir zumindest das diskutieren, aber das andere dabei nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und insofern denke ich, alle Institutionen oder Institutionenansätze, die wir finden, sollte man benutzen. Und die UN gehören dazu, zum Teil, weil wir nichts Besseres haben. Also nicht, dass ich sehr optimistisch da wäre. Danke, Klaus Pilgram, mein Name ist Rentner. Sie haben ja erwähnt, dass wir eigentlich in politischer Hinsicht die Gleichheit erreicht haben, einfach durch das Wahlrecht für jeden. Sie haben auch erwähnt, dass die Besitzstrukturen sehr, sehr unterschiedlich sind, also es eine kleine Gruppe von Reichen gibt. Das hat sicher auch Einfluss auf diese Wahlausübung in irgendeiner Form. In Amerika kann man ja nur Präsident werden, wenn man mehrfacher Millionär ist, nehme ich mal an. Aber meine Frage ist eigentlich, die in diesen demokratischen Verhältnissen, in denen wir leben, schaffen es die rechten Parteien, demokratisch gewählt an die Macht zu kommen?
Es gibt ja das Buch von dem Houellebecq da mit Frankreich, wo er das da schön ausmalt, wie das da sein kann, mit so einem Zeitpunkt mit da nicht rechten, sondern muslimischen Kräften. Wie kann man das demokratisch verhindern? Ja, beginne mal mit der Antwort bei der Perspektive, die ich zu entwickeln versucht habe. Und würde sagen, aus dieser Perspektive sind die rechten Parteien, was sie sozusagen massiv betreiben, ist Problemverleugnung in diesen beiden Hinsichten, der sozialen und der ökologischen Hinsicht. Das Problem ist, dass sie damit natürlich sehr erfolgreich sein können, weil sie, viele von ihnen jedenfalls, in relativ reichen Gesellschaften entstehen, in denen die globale Problematik der sozialen Ungleichheit und der Umweltbelastung durch Verleugnung gehandhabt werden kann, solange man die Grenzen dicht hält. Und das ist das Hauptproblem. Und das ist eine echte Gefahr. Und sie kann nur erfolgreich angegangen werden, wenn es uns gelingt, diese Strukturen politischer Verständigung zu beleben oder wiederzubeleben, die erforderlich sind, um deutlich zu machen, dass man mit Problemverleugnung auf längere Sicht die Lage nur verschlimmert und auch die Lage des eigenen Landes, das selbst privilegiert sein mag, wie es Deutschland oder die meisten europäischen Gesellschaften heute sind. Das ist schwierig. Ich sehe im Moment, Sie bringen mich ein bisschen sozusagen zur Tagesanalyse, ich sehe Elemente davon, dass es in Europa und auch in Nordamerika stattfindet, dass versucht wird, Formen politischer Verständigung zu schaffen, die dem Aufstieg dieser neuen Rechten entgegenwirken und die erste Erfolge zeigen. Aber ausschließen kann man das nicht, dass sie erfolgreich sind. Und das kann dann auch erhebliche Folgewirkungen haben. Ich denke, eins der Probleme dabei, und dazu, das liegt in der Natur der Sache, gibt es keine guten Analysen, ist, dass in der Politik wie in der Umwelt gibt es diese Tipping Points. Das heißt, wenn einmal ein Einbruch geschehen ist an einer Stelle, dann kann sich die gesamte politische Situation sehr schnell verändern. Und mit dem Aufstieg der neuen Rechten haben wir eine solche Gefahr. Und insofern, wiewohl ich bezüglich der jüngeren Entwicklung relativ optimistisch bin, in dem Sinne, dass aus dem Innern unserer Gesellschaften dem entgegengearbeitet wird, kann man das nicht ausschließen, dass so einer dieser Tipping Points erreicht wird. Ja, also es geht so um die Frage der Demokratie, inwieweit diese Demokratie, so wie sie im Moment organisiert ist, die Probleme lösen kann. Sie sagen, die rechten Parteien sind die Problemverleugner. Das ist richtig. Die anderen Parteien, die benennen die Probleme und machen so weiter wie bisher. Also ich lese heute Morgen FAZ, mach auf, Doppelseite, wie wunderbar, dass der Flughafen wächst. Irgendwo auf einer anderen Seite steht dann, dass so Klimaprobleme sind. Und das wird getragen von Parteien. Und Sie hatten in Ihrem Vortrag auch angesprochen, dass im Grunde mit diesem System, man möchte in 4 Jahren wiedergewählt werden, die Frage, dass sich die verschiedenen Parteien den zentralen Problemen nicht gemeinsam widmen. Welche politischen Ansätze sehen Sie, dass man von jetzt zum Beispiel der Bundesrepublik aus da veränderte Strukturen in die Wege bringt? Ja, unglücklicherweise muss ich Ihnen völlig recht geben. Ich erzähle Ihnen eine kleine Anekdote. Sidonia hat es erwähnt am Anfang, ich lebe normalerweise in Barcelona. Das heißt, auch jetzt, wo ich hier bin, lese ich weiter spanische Zeitungen. Und als dann im Bundestag, in der Bundesregierung, das sogenannte Klimapaket verabschiedet wurde, habe ich also online zunächst eine spanische Zeitung gelesen, die das hervorgehoben hat, dass diese 50 Millionen, was immer die Zahl war, dass die Bundesregierung das bereitstellt und also den Klimawandel angeht. Und dann hat offenbar über Nacht sich einer der Redakteure die Sache genauer angesehen und am nächsten Tag stand in der Zeitung, dass das absolut unzureichend ist, was gemacht wird. Und ich erzähle diese Anekdote, weil man daran sehen kann, wie man genau hinsehen muss und unterscheiden muss zwischen dem, was gesagt wird und dem, was tatsächlich getan wird.
Und hier in Deutschland scheint es mir, als wenn dieses Zurückbleiben hinter den anscheinend selbstgewählten Ansprüchen sehr stark mit der wirtschaftlichen und auch der politischen Struktur Deutschlands zusammenhängt, also dem vergleichsweise relativ hohen Grad an Industrialisierung verglichen mit anderen europäischen Ländern und dann eben auch einige Regionen, die eben, insbesondere betroffen wären von entscheidenden, von durchgreifenden Maßnahmen im Hinblick auf Klimawandel. Insofern, das ist nur, um Ihnen zu sagen, dass Sie völlig recht haben, dass man in der Art, wie Politik gemacht wird, nicht zu optimistisch sein kann, dass es genug Ansatzpunkte darin gibt, zu Veränderungen zu kommen. Was die ökologische Problematik gibt, denke ich, sieht man im Moment, dass offenbar die Einsicht wächst, das, was getan werden muss. Und dass das dann auch, wenn sozusagen das sich in Meinungsbildern widerspiegelt, dass auch politische Parteien das zur Kenntnis nehmen und sich dementsprechend verhalten. Wie weit das geht und ob das weit genug geht, da kann man Zweifel haben. Wiederum sage ich mal, wie in der Antwort auf die vorige Frage, dort ist es im Moment, ist die Problematik vielleicht dringlicher global, was das Ökologische betrifft. Und man sieht auch Elemente zumindest des Handelns. Was die soziale Problematik angeht, ist das Ausmaß der Verleugnung noch viel größer. Und die soziale Frage wird in fast allen europäischen Gesellschaften nur innerhalb der eigenen Gesellschaft thematisiert. Was natürlich auch weiterhin wichtig ist. Soziale Ungleichheit innerhalb Deutschlands, innerhalb Spaniens, ist auch ein wichtiges Thema, bleibt ein wichtiges Thema. Aber dass die große Problemdimension eine globale ist, das ist praktisch völlig unthematisiert. Und wenn man dann hinzuzieht, dass die Verschlechterung der Lebensbedingungen im subsaharischen Afrika unmittelbar verbunden ist mit der Migration, dann sieht man dort ein Ausmaß an Problemverleugnung, was nun wiederum die vorherige Frage der politischen Rechten in die Hände spielt, wo aber der Groschen noch lange nicht gefallen ist, dass eine grundlegendere Einsicht in die Problematik tatsächlich andere politische Maßnahmen verlangen würde. Ich weiß, dass die Antwort nicht sehr befriedigend ist, aber das ist das, was ich dazu sagen kann. Herr Wagner, ganz, ganz vielen Dank für dieses Bild, das Sie aufgerollt haben. Ich empfand das als eine angenehme Orientierung bei den ganzen kleinen Katastrophenmeldungen, die man so jeden Tag zur Kenntnis nehmen muss. Vielen Dank dafür. Wenn ich jetzt sozusagen den historischen Verlauf des Zustandes, in dem wir uns jetzt befinden, mir angucke, dann kommt man nicht umhin, dass man sagen kann, die Welt ist gespalten. Sie ist gespalten. Tief gespalten. Wenn ich die soziale und politische Dimension des Fortschritts nehme, dann kann ich nur sagen, dass mich das sehr pessimistisch stimmt. Denn was, um diese Spaltung zu überwinden, ist ja Kommunikation erforderlich zwischen Nord und Süd, Nord-Süd-Dialog. Aber wenn man sich anguckt, die Gesellschaften, die politischen Systeme, die durch das Phänomen der Divergenz sozusagen ganz anders sich entwickelt haben, im Norden wie im Süden, wie soll da Kommunikation möglich sein? Auf der einen Seite haben sie strenge, traditionelle, religiöse, patrimoniale Systeme, auf der anderen Seite haben sie emanzipatorische, demokratische Systeme. Wie sollen die ins Gespräch kommen? Die einen repräsentieren mehr oder weniger die Bevölkerung, die anderen repräsentieren ihren Elitenstandpunkt, den sie natürlich auch immer wieder neu bestätigen müssen und festigen müssen, aber mit ganz anderen Mechanismen, sozialen Mechanismen, als wir das in modernen Demokratien kennen. Wie soll das möglich sein? Die UNO ist so ein Forum, wo das versucht wird, und Sie haben gesagt, dass es in Paris eben so einen Meilenstein gab, aber wenn man sich die schwierigen Probleme sieht, vor allem im Klimawandel sieht, wie soll das funktionieren? Haben Sie da eine Vorstellung, haben Sie da eine Idee? Ja,
Sie haben völlig recht und ich habe das auch akzentuiert im Vortrag hier. Wir haben diese planetare Spaltung. Ich würde sie dennoch nicht überakzentuieren im Hinblick auf die politischen Formen und Institutionen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was aus meiner eigenen Forschung kommt und dann muss ich das selbst unterminieren im zweiten Schritt. Aber ich habe ein paar Jahre lang, und zwar seit angefangen vor ungefähr 10 Jahren, Brasilien und Südafrika untersucht im Vergleich zu europäischen Gesellschaften. Und die sind natürlich, das ist das Post-Apartheid Südafrika und das ist das Brasilien nach der Militärdiktatur und schon unter der ersten Lula-Präsidentschaft, schon der zweiten Lula-Präsidentschaft, als ich die Untersuchung angefangen habe. Und ich habe diese vergleichende Untersuchung begonnen, in der Erwartung und zum Teil auch der Hoffnung, dass man aus bestimmten Entwicklungen im globalen Süden, dass man auf der einen Seite größere Einsicht in globale Problemlagen gewinnt. Und das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass man anfängt zu verstehen, wie die südafrikanische und brasilianische Gesellschaft, so wie sie heute sind, entstanden sind aus einer lang andauernden Kolonialisierung und Weltkapitalismusgeschichte. Und das ist, glaube ich, uns unter Untersuchung auch gelungen, ein größeres Verständnis davon zu gewinnen, von der Wechselwirkung in der Entwicklung von Gesellschaften. Die andere Erwartung war aber auch die, dass man, gerade weil diese Gesellschaften im Vergleich zu unseren nicht völlig isolierte Wege gegangen sind, sondern miteinander verkoppelte Wege, asymmetrisch, ungleich verkoppelte Wege, dass man schon auch aus deren Erfahrungen und deren Handlungsmöglichkeiten, die sie jetzt wahrnehmen, möglicherweise auch was darüber lernen kann, weil sie größere Probleme haben. Also Brasilien und Südafrika haben den schlechtesten Gini-Index der Welt, größte soziale Ungleichheit. Sie haben Kriminalitätsquoten, insbesondere Mordraten, die höchsten in der Welt sind. Das heißt, wir haben gravierende Probleme, weltweit die gravierendsten Probleme. Und gleichzeitig Anfänge einer politischen und sozialen Transformation, die diese Dinge angehen. Insofern, das sind Probleme, die alle Gesellschaften haben, aber in hochgradig unterschiedliche Ausprägung, sodass man, wenn man dorthin guckt, wo sie am gravierendsten sind, man vielleicht was darüber lernen kann, auch über unsere Gesellschaften, was wir machen können. Natürlich habe ich da an dem Moment 2 Beispiele ausgesucht, die einem zu relativem Optimismus Anlass geben können, und das ist heute nicht mehr der Fall. Mit den jüngsten Entwicklungen in Brasilien und in Südafrika vielleicht nicht so gravierend, aber mit den Problemen der Transformation, die sich da auch ergeben haben, kann man da weniger optimistisch sein. Aber was ich generell sagen möchte, ist, dass bei näherem Hinsehen sieht man nicht, so wie Sie das formuliert haben, sozusagen grundlegend andere politische Systeme und ein grundlegend anderer Zugang zu Problematiken, sondern andere Ausprägungen, zum Beispiel schon erheblich andere Ausprägungen, aber von Problemen, die wir auch haben. Ich meine, beide Länder, das gilt nicht für alle Länder der Welt, aber diese beiden Länder, die haben diese Probleme, die ich genannt habe, aber sie haben auch ein kompetitives Parteiensystem, sie haben freie Meinungsäußerung, sie haben eine Presse, die manchmal zu wünschen übrig lässt, aber durchaus regierungskritisch ist. Sie haben eine relativ ausgeprägte Zivilgesellschaft. Und nichts von dem geht verloren durch den Regierungswechsel zu Bolsonaro in Brasilien oder zu der Korruption unter Zuma. Dies bleibt. Und daraus können sich auch neue Initiativen entwickeln, die einen dann vielleicht wieder hoffnungsvoller machen werden können. Das Hauptelement, was ich, um es kurz nochmal zusammenzufassen, auf Ihre Frage sagen möchte, wir sollten nicht davon ausgehen, wir müssen erkennen, dass Problemlagen unterschiedlich sind, aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass Problematiken völlig verschieden sind. Sie sind völlig verschieden in Saudi-Arabien. Und wo wir, die Politik Saudi-Arabiens lässt sich nicht verstehen mit irgendetwas von dem, was wir in Europa kennen. Aber selbst die in China,
lässt sich zum Teil verstehen, weil wir da sehen, dass obwohl das eine Einheitspartei ist, die einen bestimmten wirtschaftlichen Weg eingeschlagen hat, dass es dagegen Protestbewegungen gibt, zivilgesellschaftliche Mobilisierung. Das sind Dinge, die unserer Geschichte, unserer Gegenwart nicht völlig fremd sind, wenngleich China heute immer noch sehr anders ist. Aber wir sollten nicht so eine radikale Spaltung annehmen im Hinblick auf die Mobilisierungsformen, die Möglichkeiten, die sich entwickeln können. Wir haben hier noch eine letzte Wortmeldung. Ich möchte meinem Vorredner aus dem Publikum in dem Punkt zustimmen, dass es eine Spaltung gibt, aber ich möchte ihm nicht zustimmen mit der Lokalisierung der Spaltung. Ich denke, die Spaltung geht durch unsere Gesellschaften und sie geht entlang der Frage, ob die Fragen der die globalen Problemstellungen, ob die anerkannt werden und unsere Beteiligung daran, ob sie anerkannt wird oder nicht. Und ich glaube, der Punkt, dieser Satz global denken, lokal handeln, daraus ergibt sich eine Fragestellung. Wie können die lokal Handelnden in Kontakt bleiben mit den globalen Konflikten und den globalen Widersprüchen? Und wie kann das immer wieder ins Lokale hereingetragen werden? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt wäre für uns, wenn wir die Spaltung hier bei uns in unserer Gesellschaft sehen und bearbeiten, dass wir erstens mal sehr klar sagen, dass Verleugnung ein wesentlicher Abwehrmechanismus bei Spaltung ist und dass wir mit dieser Verleugnung uns auseinandersetzen müssen. Und an diesem Punkt, denke ich, ist der Begriff der postmigrantischen Gesellschaft, glaube ich, ein wichtiger, dass wir anerkennen, dass wir in einer solchen leben und vielleicht uns stärker damit auseinandersetzen, was das heißt, dass über die Migration vieles von dem Globalen bei uns in unsere Gesellschaften hineingetragen wird, im Guten wie auch im Problematischen, und dass das unsere Arbeit entlang der Spaltung bedeuten kann. Und mich würde sozusagen auch nochmal mit Dank für Ihren Vortrag, mich würde noch mal interessieren, wie Sie das sehen würden, wie man die globalen Notwendigkeiten und das lokale Handeln miteinander in Verbindung bringt. Ja, schönen Dank. Zunächst mal, ich gebe Ihnen völlig recht mit Ihren Beobachtungen. Und ich denke auch, wir haben ja da, was Naturphänomene und Sozialphänomene betrifft, das Bild der Dämme, die man aufbaut. Auf der einen Seite um die Flüsse, die immer häufiger über die Ufer treiben, oder die Dämme, die man an den europäischen Grenzen aufbaut. Das ist sozusagen eben, das sind Metaphern oder materielle Dinge, die Problembearbeitung vorgeben und gleichzeitig aber Problemverleugnung betreiben. Zweite Bemerkung der postmigrantischen Gesellschaft. In diesen Arbeiten zu Brasilien und Südafrika habe ich auch erst deutlicher gesehen, was man eigentlich wissen könnte, aber glaube ich zu wenig im Bewusstsein ist, dass wenn wir nicht, wenn wir insbesondere Gesellschaften betrachten, die manchmal auch Siedlergesellschaften genannt werden, und Brasilien und Südafrika fielen unter diesen Begriff. Das sind Gesellschaften, die in der heutigen Form ja existieren, aufgrund europäischer Migration zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mit unterschiedlichen Dimensionen und zum Teil bewusst forciert. Also in Südafrika in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat die englische Regierung, was ja noch wenig besiedelt war, das waren nur Handelsstützpunkte, Siedler geschickt, um das industrielle Proletariat, das nicht gebraucht wurde in England und potenziell rebellisch werden konnte, loszuwerden, die Zahlen zu minimieren. Oder in Brasilien,
Am Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts haben die brasilianischen Regierungen bewusst europäische und zum Teil asiatische Einwanderer ins Land geholt, um die Gesellschaft mit diesen Bevölkerungsgruppen funktionieren zu lassen und nicht die Indigenous Population und die Slaven integrieren zu müssen. Das sind Migrationsgesellschaften und sind Migrationsgesellschaften, die dadurch zustande gekommen sind, dass von hier Leute ausgewandert sind. Und insofern mit ein bisschen Perspektive sollte uns das weder überraschen noch schockieren, dass die Situation heute eine parallele, aber umgekehrte ist. Jetzt habe ich Ihre Frage nicht beantwortet, aber ich denke, die Antwort darauf ist, kann nur die sein, dass in manchen Fällen wird der Aufwand sehr groß sein, zu verstehen, wie ein globales Phänomen mit dem zusammenhängt, was wir lokal erfahren. Auf der anderen Seite sind wir heute bezüglich dieser beiden Probleme in einer Situation, wo wir, wenn wir nur genau hinsehen und drüber nachdenken und drüber reden, wir sehen, wie diese globalen Probleme bei uns lokal auftauchen, in der Form von Naturphänomenen und in der Form von Migration und viele andere Elemente lassen sich noch hinzufügen. Insofern ist das Globale ist schon da und erfahrbar auch für uns. Wir müssen nur richtig damit umgehen und nicht versuchen, es aus unserer Wahrnehmung wieder rauszunehmen oder zu verdrängen. Dankeschön. Ja, ich glaube, das ist das richtige Schlusswort. Peter, ich danke dir sehr herzlich für deinen Vortrag. Danke für die Diskussion. Danke an Sie alle. Vielen Dank.